Leute, willkommen zur neuen Folge von Thief Simulator 2. Ihr seht schon, wir sind gerade hier und brechen jetzt in die 103 ein. Weil unsere Story sagt, brechen in 103 ein und stehlen die Drohne. Anwohner zwischen 7 und 1 außer Haus. Und das werden wir jetzt auch tun. Ich habe privat nicht weitergespielt, falls einer von euch fragt. Jetzt würde ich gerne noch schlafen kurz. 17 bis 21. Ja, nehmen wir doch 17 Uhr. Wir sollten uns auch mal eine Mikrokamera kaufen. Da können wir die in den Häusern platzieren. Da kurz schlafen gehen, weil dann habe ich die Routine der Anwohner. Aber die müsste ich noch kaufen. Moin. Kann ich rein? Also ich hoffe, er schaut jetzt gerade nichts hin. Ich will jetzt einfach kurz ein Tür öffnen. Ja, dann lassen wir auf. Zerstören den Gartens. Was? Habe ich noch eine Mission? Komm schon. Ich habe nur einen Dietrich, das wäre nicht gut. Oh ja, alles mit dir. Okay, zuerst das Wichtigste. Was soll ich hier? Ach, ein Gartenzwerg nur. Ja, aber sonst, wo ist die Drohne? Oh, Projektor, nehme ich. Da ist nichts. Das ist doch Geld. Also bis 21 Uhr haben wir Zeit. Oh, da ist ein Schlüssel. Jawohl. Gut, danke dir, Kollege. Aber sonst hast du nichts, keine Wertsachen. Da haben wir die schon leer geräumt. Nee, zuletzt ist noch da. Nein, zerstöre sie lieber nicht, bevor noch jemand hört. Eine Pfanne. Ja, ein Mixer. Ist da. Steck. Ja, das ist also nichts Gutes. Schneidebrett kann ich auch nicht nehmen. Oh, Kopfhörer. Die nehmen wir. Ja, legt noch fürs Geld. Aber sonst hast du nichts. Doch. $30. Nehme ich. Übrigens, ich habe mal das ganze Geld, was wir haben, auf die Bank getan. Damit, falls wir erwischt werden, war der falsche. Da. Und weg. Und stehle eine Drohne. Ja, wo ist hier eine Drohne, Junge? Da ist nur Geld. Also nehme ich natürlich auch. Aber eine Drohne ist halt mehr wert. Ah, jetzt ist die Tür zu. Ach, hier! Was sehe ich jetzt erst? Ja, was gibt's? Cool. You need to upgrade it so it can disable cameras. There's a camera at the entrance to 104. Sell some loot and check out drone tech on your computer. Take your time. Okay, geh nach Hause und kaufe bei Drohnentech eine Kamera Deaktivierungsmodell. Ja gut, gehen wir zuerst mal zum Pfandleiher. Der ist irgendwo. Ich schau gerade auf die Karte, der ist. Ah, hier hinten irgendwo. Ja, da, seht ihr es? Das heißt, ich muss. Oh, dich nicht umfahren. Ich will nicht Stress mit der Polizei haben. Hatten wir in der ersten Folge schon ein bisschen. Ah, kann ich direkt hier parken. Nice. Hello, my friend. I have something for you. Einen Wecker kannst du haben. Ja, ein Projektor. Das und die Globus Dress. Wie ihr seht, kannst du bei Black Bay verkaufen. Und das werden wir jetzt tun. Ich hoffe, wir verdienen viel Geld, weil wir brauchen neue Ausrüstung, weil nur in Dietrich. Ah, wollen ja irgendwann auch noch Tresore knacken und hier kann ich nicht durch. Ja, dann fahre ich halt hier durch. Und schon, das ist ein Geländetruck. Schafft er. Natürlich. Ins Versteck. Und wenn wir Glück haben, können wir sogar einen Raubüberfall noch machen. Also ich weiß es nicht, ich hoffe es aber. Rein. Den Schlüssel behalte ich mal. So, es gibt hier Gutes. Nein, nichts. Hier haben wir es. Black Bay. Kann ich irgendwas verkaufen? Küche. Ah. Elektronik sieht nicht gut aus, Wertsachen.
Auch nichts Sonstiges. Komm, irgendwas. Ah, da fehlt es demnach noch ein paar Sachen. Okay, Drohnen-Tech. Jo, kaufen wir. Ein Akku, ein verbesserter. Unsere Bewegungsgeschwindigkeit. Wie viel haben wir? Ah, es geht. 530 haben wir gerade. Great stuff. Now you can disable a camera with your drone. It'll come in handy a lot. Buy all information about 104 on Rob Tips, so there are no surprises. I won't hold your hand for much longer. Also zwei Kameras, eine am vorderen Tor, die andere hinten. Seitenscheibe ist offen. Die Routine des Mieters wurde in Erfahrung gebracht. Das ist gut. PC-Einheit im Hauptraum. Oh. Empfänger mit Lagerbereich und Kopfhörer in einem Metallschrank. Okay, schau noch kurz wegen der Ausrüstung. Was gibt es hier noch? Hier, die meine ich. Eine Mikrokamera. Wäre eine Überlegung wert. Schlösser. Stimmt, habe ich auch Erfahrungspunkte etwas? Ja, was gibt's? Two guys at 104, but they both leave at a certain time. You should check it out in your journal. Go there, disable the camera at the entrance with your drone, and I'll call. Ja, ist ja gut. Jetzt sei mal ruhig. Nein, wir haben keine Punkte. Okay. Aber Schlösserknack 2 müssen wir Stufe 5. Ah, brauche ich noch ein bisschen. Ist das hier? Das wäre auch nicht schlecht. Aber jetzt Stufe 15. Ja, die können wir auch noch nicht benutzen. Okay, ich würde sagen, wir kaufen von Dietrich. Wäre eigentlich nicht schlecht. Gut, brauchen wir aber knacken Stufe 2. Und Ferngas gibt es noch. Hundefleisch. Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Gibt es sonst noch? Riegel. Ach, das ist der Schlagstock, den es ja neuerdings gibt. Lötbrenner. Okay, hier gibt es viele Sachen. Kabinenmontage, Werkzeugkasten. Eine Schaufel. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Also hier auf der Karte hier so ein Schaufelsymbol hier irgendwo. Aber was genau bringt, weiß ich nicht. Gut, verschwenden wir aber kein Geld. Und legt direkt los. 104. Dave speaking. Have you checked stolen rewards? Die Hund. You can receive nice perks if you complete certain tasks. Well, let's go. Okay, gibt es hier einen Parkplatz in der Nähe oder gibt es da wieder Schwierigkeiten einfach? Nein, sieht gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Können wir auch ein bisschen größere Sachen mitgehen lassen. Gut, wann seid ihr außer Haus? Ui. Das war das Mikro. Okay, von außerhalb des Hauses, okay. Und anderes im Lager. Gut, es sind solche Container. Okay, wie können wir jetzt die Drohne... Ach so. Und jetzt kann ich dich irgendwie ausschalten. Ich aktiviere die Eingangskamera von 104. So. Und die andere Drohne ist irgendwo hier hinten. Kann ich auch schneller? Nein. Maximale Entfernung. Okay, ich sollte wieder zurück. Drohnsignal verloren. With my stuff inside. Fuckers were supposed to send it to me, but it's still there. It's heavy, so put it in your trunk and bring it home. Okay, kann wieder die Drohne fliegen. Dann würde ich dich gerne ausschalten hier. Kamera? Okay, geht nicht. Stiehl den Karton aus 104 und bring ihn nach Hause. Okay, wann seid ihr außer Haus? Jetzt seid ihr raus. Okay. Dann brechen wir mal kurz ein. Ich habe nur einen Lockpick, bitte. Funktioniert. Okay, sind beide nicht da. Die Kamera ist deaktiviert.
Und hier ist offen. Jawohl. Gut, lass mitnehmen. Was ist das hier? Aufschalten. Okay. Ich muss jetzt. Okay, hier raus. Sonst noch irgendwas? Ja, Geld. Oh, das Setup. Ja, das nehme ich mit. Den nehme ich sowas von mit. Das ist sehr viel wert. Ja, Handy, Tastatur, Maus. Mauspad brauchen wir nicht. 200 Sekunden, dann ist der Strom wieder an. Was ist hier? Ah, ein Safe. Aber dafür habe ich das nötige Level noch nicht. Scanner. Ja, eine Tastatur, Rechner. Ein Lautsprecher, Wecker. Noch irgendwas. Okay, ich würde sagen, jetzt bringen wir das ganze Tag mal kurz weg. Schneller! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich schalte mal kurz hier ab. Ja, ich kann. Wo ist der PC? Da. Und damit haben wir einen erfolgreichen Einbruch hingelegt. Hier machen wir dazu. Dann wisst ihr es nicht direkt. Okay, jetzt schnell zum Auto. Okay, wir hätten noch ein bisschen Zeit. Aber sollen wir es wirklich riskieren? Ich habe eine Idee. Wir kommen wieder, wenn wir Sachen zum Tresor knacken haben. Okay, der eine kommt jetzt wieder. Aber das sollte uns eigentlich egal sein. Und damit haben wir es. Ja, ihr seht mich nicht. Ich tue nichts Böses. Scheins Auto. Mach nichts Illegales, bin nur ein netter Mann von nebenan. Ja, ich tue nichts Böses. Außer dich überfahren. Nein, Spaß. Ich spiele nicht GTA. In GTA würde ich. Könnte man GTA, also mit Mods geht's wahrscheinlich, zu Hause einbrechen. Wäre schon irgendwie cool. Okay, ins Versteck. Stimmt, die Sache können wir zum Pfandleiher bringen. Was gibt's? Okay, I assume you have the box and it didn't fall out of your trunk. Open it like a normal man does, with a knife. What's inside must remain a mystery. Send it to me via Black Bay, once you have it. Okay. Öffne den Karton von 104. Das war der Schrank. Ja, mache ich gleich. Zuerst noch kurz auf Black Bay. Kann ich hier machen? Ja, da war was. Da war was. Ich habe nicht geschaut, wie viel, aber das ist mir gerade egal. Hauptsache Geld. Oh, da fehlt da noch. Eine kleine Vase. Da würde ich 200 bekommen. Ja. Kann sich sehen lassen. Also. So. What's inside the box? Ein schwarzes Paket. Kann ich jetzt über Black Bay? Nein, was ist das? Also, was soll ich mit dem jetzt machen? Und ich kriege den Inhalt per Black Bay. Doch, Black Bay. Okay, wo haben wir es? Wertsachen. Sonstige. Ja, doch, hier. Schwarzes Paket. Great, you're really helping me right now. I'll make sure to repay that. There's a few more things though. I need you to plant a certain package at 110 in the bedroom. Be careful though, you can't be seen by the guy. Okay, jetzt müssen wir ein Paket platzieren in der 100. Aber bevor ich losgehe, haben wir irgendwelche Informationen über die? Warte mal kurz, das war. Nein, nichts. Hier, Rob Tips. 110. Nein, haben wir nichts. Kauf mal kurz alles. Zeichentablett im Schlafzimmer, alter Fernseher im Wohnzimmer. Der Mieter geht um 16 Uhr und kommt um 19 Uhr zurück. Versteck im Keller. Mieter hat den Schlüssel. Das Badezimmerfenster ist offen. Okay. Das ist nicht mal so schlecht. Ja, soll's. Ja, ich warte noch mit Material, also mit Werkzeugen beschaffen.
Da warten wir lieber noch. Okay, die 110, die ist gleich hier vorne. Oh, aber ja. Das ist dieses Gebäude hier links, aber keine gute Option zu parken. Das parken wir doch besser hier. Komm, haben wir nachher eine gute Fluchtmöglichkeit. Anwohner werden es nicht gerne sehen, aber ja, okay, ich sollte vielleicht nicht direkt aufs Grundstück laufen. Also, 16 Uhr ist er weg. Oder was? Notizen. 110. Die Edwards. Missionen. Haben wir keine angenommen? Ja. Ab 16. Ab 15 Uhr sogar schon? Nein, nicht fahren. Junge! Hier. Ich will pennen. Eine Medikit? Kann ich nur auf dem Kann ich nur auch am Parkplatz pennen oder wie? Ja, das ist ja blöd. Junge, ich will hier pennen. Okay, das nächste kaufe ich die Kamera. Weil dann wissen wir mehr über die. Warum steigst du jedes Mal aus? So. Wie, ich sag mal, ja, 15 Uhr. Sollte eigentlich passen. Können wir das Haus noch ein bisschen auskundschaften von außen. Jetzt sag ich wieder rück. Parkiere ich wieder an meinen perfekten Spot. Da können wir nachher gleich hier nach rechts oder so flüchten. Oder hier. Ach, hier ist gut. Sollte echt niemand stören. Also er ist... Er geht jetzt bald aus dem Haus. Sonst... Kommiert wird durchzaun. Nichts Auffälliges. Okay, nichts Auffälliges. Na gut, dann warten wir kurz, bis er rausgeht. Wie viele sind hier? Nur er. Alright. Ja, habe ich keine. Wenn ich gerade schon hier bin, kaufe ich doch kurz noch meine Sachen, die ich noch habe. Nutze die Zeit auf. Ja, ja, alles verkaufen. Alles kurz verkaufen. Und da habe ich schon wieder $600. Das heißt, die Mikrokamera können wir uns leisten. Okay, ist immer noch zu Hause. Ja, ich hätte doch bis 16 Uhr. Ah, da. Stimmung, alles gut. Ja, 16 Uhr erst. War ich bis zuvor ehrlich? Ja, ja, ich laufe nur so ein bisschen lang. Du siehst mich nicht. Alles gut. Geh nur weiter. Genau, danke. So, das eine Fenster ist ja offen, hat er gesagt. Es wäre... Okay, hier können wir rein. Das ist gut, dann sieht er uns nicht. Hier. Gut, jetzt eine schnelle Runde, dann haben wir alles. Ja. Geld. $30, nehmen wir. Hallo. Ich will hier durch. Eine Vase? Kann ich nicht mitnehmen, okay. Nichts, bisschen Geld. Wieder nichts. Nichts. Oh, doch ein Scanner. Ah, den nehme ich natürlich mit. Da ist nichts. Okay, das hier nebenan. Oh, was ist das? Ach, der muss tragen. Shit. Nehme ich mit. Das ist hier. Ja, was ist? Two more things, kind sir. I need a photo of the kitchen in 105. Okay, schnell. Wie lange ist er noch? Oh, scheiße. Er kommt gleich wieder. Okay, dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Wo ist das Badezimmer? Ja. Hier. So. Raus hier. Kurz sich rüber schmeißen. Ja, ist drüben. Oder ist weg hier. Bevor er wiederkommt. Aber gut, wir hätten noch ein bisschen Zeit. Na. Ach komm, scheiß drauf. Da gehe ich jetzt noch kurz rein. Die letzten paar Sachen hole ich mir. Nein, nicht sehen.
nichts haben. Wo ist der Scheiß? Hier, F. Das habe ich gesucht. Da, gell? Nein, gib mir das Geld. Okay, jetzt sollten wir gehen. Jetzt kommt er gleich wieder. Ich nehme mich mit. Und direkt zum Pfandleiher. Ja, das war doch mal ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Zwar nicht der sauberste Einbruch, aber ja. Wir haben eine gute Beute gemacht. Was haben wir alles? Einmal alten Röhrenfernseher. Wird wahrscheinlich nicht so viel wert sein. So, ja, hier. Also beide haben, die behalte ich. Und nach den PC. Wo ist er? Da. Und danach kaufe ich uns noch die Mikrokamera. Ja, hier. Nice. Und dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Ich gehe noch kurz nach Hause und verkaufe alles. Und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Thief Simulator wieder. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Tag noch und ciao.